Es ist jetzt knapp ein Jahr, seitdem mich ein Fall in besonderer Weise beschäftigt. Es ist der Fall einer Mutter. Der Vater ist auch etwas beteiligt, aber im Wesentlichen geht es um Mutter und Tochter. Haben hier die Mutter. Und der Vater. Sie haben zwei Töchter und Tochter Nummer eins. Und Tochter Nummer zwei. Die Tochter ist mittlerweile 20 geworden und der Konflikt ist im Wesentlichen, weil die Eltern nicht einverstanden sind, schon länger als ein Jahr, zwei Jahre, mit dem Freund der Tochter. Und die Eltern wollen sie was Schlechtes? Was treibt sie an, dass sie ihrer Tochter das Gute wollen? Es ist ihr Bedürfnis im Geist, ja, der Fürsorge. Jede Mutter, jeder Vater will für seine Kinder das Beste. Und ich würde das so, ja, ohne Ausnahme sagen, weil im Inneren ist es so. Und jetzt hat die Tochter aber die Freiheit, oder? Sich den Freund auszusuchen, den sie will. Ja, ihr wisst ja, alle sind gut, nur der nicht. Freund der Tochter. Sie wollen ihn nicht akzeptieren, weil er kommt aus einer ethnischen Gruppe, die nicht akzeptabel ist. Und das ist verständlich. Ich bin aufgewachsen in einem Land, wo es unterschiedliche ethnische Gruppen gab. Und wir als Deutsche haben uns für die höchste angesehen. Und wir hätten uns, man hat über Jahrhunderte sich nie vermischt in der Heirat mit jemand anders, außer mit einem Deutschen. Kam nie in Frage. Streng. Hat lang gehalten. Ich war der Erste, glaube ich, in unserem Familienclan, der das die Regel übertrat. So, wenn man in einem Land lebt, wo viele oder unterschiedliche Nationen sind, und man sagt, naja gut, vielleicht mit ein Deutscher, mit einem Ungarn passt noch, mit einem Rumänien weniger, aber mit einem Zigeuner ganz und gar nicht. Weil die leben ja auch anders. Die haben eine andere Art zu leben. So ist nicht so klug unbedingt, wenn ein Deutscher einen Türken heiratet oder einen Türken Deutschen. Das gibt eine Menge Schwierigkeiten. Nicht, weil man sich nicht lieben würde, sondern weil man eine andere Sprache spricht. Ich meine nicht eine verbale Sprache, eine andere Sprache insgesamt. Man hat eine andere Gewohnheiten. Und so wissen die Eltern aus der Erfahrung, dass die Freundschaft mit diesem Jungen nichts Gutes bringen kann.
Die Eltern rechnen aus einer Klarheit. Die Tochter sagt, ihr seid rassistisch. Ihr guckt nach dem Äußeren. Die Eltern versuchen das der Tochter zu erklären. Sie bleiben aber bei ihrer Position. Sie werden eine Heirat so nicht akzeptieren. Ich habe mit den Eltern schon vor einem Jahr gesprochen, wo das Ganze so langsam akut wurde. Mehr wie einem Jahr, so. Etwa 11 Monate. Und die Eltern wollten wissen, wie sie verfahren sollen. Und ich habe den Eltern vorgeschlagen, nach der Kenntnis, die ich habe, auch wenn sie eine Gefahr sehen in dieser Beziehung, dennoch die Wahl der Tochter zu respektieren. Weil sie hat ihr gottgegebenes Recht zu tun, was sie will, wenn sie 19 ist. Ob das gut ist oder schlecht. Aber die Eltern denken, sie sind verantwortlich für die Wahl der Tochter. Sind sie oder sind sie nicht? Nein, aber in der Situation wollen sie natürlich der Tochter helfen. Ich schlage ihnen vor, sie sollen doch mit dem Jungen in eine Freundschaft gehen. Und das Ganze annehmen und ja, freundlich sein zueinander. Aber wie sollst du freundlich sein zueinander, wenn du hier eine große Gefahr siehst? Und so geht es über Monate. Die Tochter, was macht die Tochter ihren Eltern gegenüber? Kommt sie näher oder geht sie mehr weg? Warum geht die Tochter weg? Liebt sie ihre Eltern nicht? So, warum distanziert sie sich insbesondere von der Mutter? Der Vater hatte vielleicht nicht so eine große Rolle gespielt, aber warum verheimlicht sie die Sache? Die Eltern sagen, ihr müsst beenden eure Beziehung. Die zwei sagen, ja, aber das geht trotzdem weiter im Geheimen. Und die Tochter sagt der Mutter, Mutter, ich liebe den, ich will ihn heiraten. Kommst du zur Hochzeit? Und was sagt die Mutter? Und sie muss zu dem Vater stehen, der hat gesagt, zur Hochzeit kommen wir nicht. Ist ja kein Einzelfall, oder? Ich habe hier in Deutschland, vor kurzem hatte ich eine Beratung, wo mir die Geschichte erzählt wurde, dass die Mutter war katholisch und der Freund war Protestant. Und sie durften nicht heiraten wegen dem Unterschied der Religion. Und die Eltern hätten einen Protestanten in ihrer Familie wie weit akzeptiert? Gar nicht. Ja? Bitte? Ich weiß es nicht. Hier in Deutschland irgendwo. Aber ich meine, hier im Norden könnte man es umgekehrt sagen. Ein Protestant nimmt keinen Katholiken. Ja, es geht in beiden Richtungen. So, es ist nicht gut, wenn ein Protestant einen Katholiken heiratet. Wissen Sie das? Die haben zwei unterschiedliche Denksysteme. Wie soll das gut funktionieren? So, es ist nicht etwas Schlimmes, wenn man, ja, ethnische Gruppe mit ethnischer Gruppe, Glaubensrichtung mit Glaubensrichtung, gibt eine Menge, eine
eine Menge weniger Stress. Eine Menge weniger Stress. Weil das Leben ist letztendlich nicht nur Liebe und Schmuserei, es ist harte Arbeit, ja. Man muss den Alltag bestehen. So sind manchmal die Regeln nicht das Problem. Es ist nur, wie wir sie ausüben, das Problem. Mit welcher Art gehen wir da dran? Kann und darf der Mensch Fehler machen oder darf er nicht? Ja? Helfen ihm die Fehler im Leben oder helfen sie ihm nicht? Und die Mutter muss natürlich einen fatalen Fehler ihrer Tochter vermeiden oder zulassen. Sie muss ihn vermeiden. Und so läuft sie Sturm. Mit allerbester Intention. Aber das Mädchen entfernt sich immer mehr von der Mutter. Es beendet die Schule dieses Jahr, kommt zurück aus der Schule, weil sie war in einem anderen Stadt, hat sie gelernt. Und kommt nach Hause. Aber es gibt ständig Reibereien, Spannung, weil die Freundschaft mit dem Jungen wird nicht akzeptiert. Eines Tages nimmt die Tochter sich die Sachen und zieht aus. So zieht sie zum Freund, und wir müssen wissen, wenn man zu einem Freund zieht, der ein Zigeuner ist, da wohnen sie 6 Leute in einem Zimmer. Und es ist auch eine gute Erfahrung. Sehr lehrreich. Und so will die Mutter sie dann besuchen und telefoniert, aber die Tochter lehnt sie ab. Die Mutter sagt, ich habe Sehnsucht, ich möchte dich sehen. Sagt die Tochter, ich brauche die aber nicht zu sehen. Ein schlimmer Krieg ist es nicht. Die Mutter vergeht wegen der Not ihrer Fürsorge gegenüber der Tochter. Alle Absichten, die sie hat, sind gut. Und die Tochter vergeht, weil die Mutter was tut, sie nicht achtet als ein Wesen, das selber entscheiden kann, ab einem gewissen Alter. So, die Tochter ist depressiv und die Mutter auch. Beide kommen im Leben nicht mehr zurecht. Die Tochter hat einen Job angenommen, aber dort, anstelle dass sie sich konzentriert auf den Job, macht sie alles andere nur und macht nicht, was sie soll, und spielt ihre Spielchen, sodass sie eines Tages gefeuert wird. Braucht gar keine Leute in einer Firma, die nicht arbeiten. Und die Mutter, die weint und weint und kommt an die Tochter nicht mehr dran. Im Nachhinein habe ich, und ich lerne ja aus den Fehlern anderer hoffentlich, oder aus dem Beobachten dieser Dinge. Im Nachhinein würde ich sagen, war das Ganze nötig oder unnötig? Hätte es nicht auch einen besseren Weg gegeben? Aber um den besseren Weg zu gehen, hätte wer zuerst verstehen müssen, wie der Weg geht? Die Mutter. So lasst uns deshalb ein bisschen die Mutter analysieren. Weil wir wollen ja die Lösung für das Problem finden. Wir haben gesehen, dass die Mutter hat ein Bedürfnis. Und ist das Bedürfnis schlecht, das in ihr drin ist? Fürsorge fürs Kind? Auch wenn es 20 oder 30 ist? Ja? Nun, man kann auch mit 30 fürsorglich sein, wenn man die Regel kennt, wie das Bedürfnis befriedigt wird.
Wenn man die Regel nicht kennt, dann klappt es weder mit 15 noch mit 10, wenn das Kind alt ist, noch wenn das Kind erwachsen ist. So, der Konflikt der Mutter. Bedürfnis. Fürsorge. Man könnte sagen, Fürsorge, ja, Liebe ist ja Fürsorge auch. Am Bedürfnis, was wir in unserem Geist festgelegt haben, liegt der Konflikt nicht. Aber er entstände nicht, käme ich nicht im Konflikt mit meinem Bedürfnis. Ja? Ich muss also wissen, wie kann ich das Bedürfnis der Fürsorge erfüllen? Gegenüber meinem eigenen Geist. Wie kann ich wirklich die Sache so machen, dass ich mit dem, was ich tue, zufrieden bin? Deshalb muss ich wissen, wodurch wird das Bedürfnis, das heißt, wie wird mein Bedürfnis befriedigt? Wie muss ich als Mutter handeln, damit es nicht zum Konflikt kommt? So, wir haben gesagt gestern, die Konflikte sind die Folge eines Irrtums in unserem Geist. Nicht außerhalb von uns, sondern in uns. Ich muss deshalb mich im Konflikt korrigieren, nicht den anderen. Und die Mutter mit ihrem besten Willen denkt, dass ihr Bedürfnis befriedigt ist, wenn es ihrer Tochter gut geht. Stimmt das oder nicht? Ich meine, dass sie so denkt, stimmt. Aber ist das das Richtige? Weil die Tochter kann ja wählen, dass es ihr schlecht geht. Und da müsste die Mutter doch genauso wissen, wie sie ihr Bedürfnis der Fürsorge erfüllt und nicht vielleicht in Gewissensbisse fällt. Sie macht sich, ich habe vor kurzem mit ihr gesprochen, furchtbare Gewissensbisse. Und sie sucht herauszufinden, wo hat sie gefehlt. Und wir konnten ein bisschen was ausarbeiten, was ich ihr vor einem Jahr noch nicht hätte erklären können. Weil die Erfahrung, den Irrtum in ihrem Geist zu sehen, hätte noch nicht stattgefunden. Wisst ihr, wir müssen manchmal, bis wir eingestehen, wo der Fehler ist, leider bitter leiden. Bis wir sehen, aha, das ist das der Fehler. So, die Mutter muss ihr Bedürfnis befriedigen und wenn es befriedigt wird durch das Wohlergehen des Kindes, wo so denkt die Mutter, das wird dadurch erfüllt, kann es hier erfüllt werden. Ich meine, ja, wenn dem Kind es gut geht. Aber wie vielen Kindern geht es gut? Wie viele Kinder wählen wirklich, die Ratschläge der Eltern mitzunehmen? Kennt ihr viele? Ja, so ich, in den ganzen Jahren, die ich jetzt mit den Menschen rede, ist das nicht wirklich die Mehrheit, so es gelinde auszudrücken. Und irgendwo ist es doch, finde ich auch, richtig, dass jeder ab einem gewissen Alter, wo sein Geist mit dem Körper zusammengewachsen ist und sich langsam reift, sagen kann, okay, ich versuche mal diesen Weg. Ist ja nicht gut, vielleicht habe ich eine Chance zurückzukommen mit ein paar Blessuren, aber die wiederum sind
gut und hilfreich, damit ich den Richtigen irgendwann mal gehe. So, wenn das Bedürfnis der Fürsorge abhängig ist vom Wohlergehen des Kindes, dann was muss die Mutter werden im Verlauf des Prozesses der Entwicklung, wenn Wohlergehen des Kindes der Mutter Bedürfnis befriedigt? Und die Mutter sieht, dass sie sagte mir noch vor Monaten, ich sehe mit eigenen Augen, wie sich meine Tochter zerstört. Und ich sagte ihr, du siehst es falsch. Die Tochter zerstört sich nicht. Sie ist erst 20. Sie mag nicht das Richtige tun. Aber das ist schon viel zu übertrieben. Ja, aber durch die Übertreibung wird der Konflikt nur noch größer und schlimmer. So, wenn das Bedürfnis der Mutter durch das Wohlergehen des Kindes befriedigt wird, dann muss die Mutter im Verlauf, je größer die Not des Kindes wird, dass es ihm nicht gut geht, was muss die Mutter machen? Was ist die natürliche Folge? Was ist sie? Sie muss umso stärker was tun? Dominieren. Herrschen. Weil sie muss ja das Ziel ihres Bedürfnisbefriedigungs unbedingt erreichen. Dafür hat sie keine Wahl. Sie muss ihr Bedürfnis für ihren Geist erreichen. Und wenn sie denkt, der muss erreicht werden durch das Wohlergehen des Kindes, dann muss sie das Kind letztendlich beherrschen. Sie hat ja keine andere Wahl. So wird sie beherrschend, weil sie muss, dem Kind muss es gut gehen. Und sie sieht vor ihren Augen, was das Kind tut. Das Kind war jetzt am letzten Wochenende zu Hause und ist mal zufällig wieder nach Hause gekommen. Was hat sie getan? Sie hat sich den Computer genommen, den Laptop, und hat stundenlang Spiele gespielt. Und das, wenn die Mutter ja hin und wieder kommt und guckt, was das Mädchen macht. Wisst ihr, ich kenne diese Konflikte von zu Hause. Ja, bei uns in der Nacht gab es mal, ich glaube, es war eine Zeit, wo das Internet ausgemacht wurde, um sicher zu gehen, dass, ja, das sind alles Dinge, die, ja, man kann eine gewisse Regel im Haus machen, aber es wird nicht wirklich Erfolg bringen. Weil die Motivation, der Grund, der dahinter steckt, ist nicht aufbauend, sondern zerstörend. Es muss Regeln geben, ganz klar. Sie werden sehen, Regeln, das Leben ist voller Regeln. Und eine davon ist die Befriedigung des Bedürfnisses, ist eine Regel. Und wie das geht, ist auch eine Regel. Und wenn ich die Regel nicht erfülle, dann mache ich mein Leben kaputt. Und so wird diese Mutter immer beherrschender. Sie geht hinein und sagt, musst du jetzt diese Spiele spielen? Kannst du nicht vielleicht was tun im Haus? Aber das Kind ist doch depressiv. Das Kind sucht sich in den Spielen eine Lösung für den Konflikt mit den Eltern, die es nicht mehr verstehen. Ist ja nur ein Ersatz. Im Normalfall würde sie es nicht tun. Aber die Mutter kann es doch kaum ansehen, wie das Kind die Computerspiele spielt, kann sie? Da steigt in ihr der Druck auf, weil ihr Bedürfnis der Fürsorge wird nicht erfüllt. Und so denkt sie,
ich muss doch diesem Kinde helfen. Sie denkt, sie hilft dem Kind. Dabei hilft sie dem Kind gar nicht. Sie will ihr Bedürfnis befriedigen und damit durch eine falsche Methode Beherrschung. Wird Beherrschung von den Kindern als Liebe empfunden? Nein. Und jetzt schuldigt das Mädchen die Mutter an, sagt, wegen dir habe ich alle diese Sachen. Ist leicht für die Mutter? Gar nicht leicht. Dennoch ist sie erwachsen und sie muss sich jetzt der Sache stellen und etwas Grundsätzliches in ihrem Leben ändern. Muss sie? Muss sie oder nicht? Sonst geht sie zugrunde. Sie geht zugrunde an ihrer Unfähigkeit, ihr eigenes Bedürfnis zu stillen, weil sie denkt, das hängt ab von dem Wohlergehen ihres Kindes. Das ist so ein ausgeklügelter Betrug des Geistes, dass man, wenn man selbst da drin ist, es nicht sieht. Aber ich konnte mit ihr klar machen, und da ist sie nicht ein Einzelfall, sondern ein allgemeiner Fall. Ich kenne nicht, vielleicht gibt es sie. Aber ich kenne keine Mutter, die nicht versucht, zum Besten ihres Kindes bestimmend zu sein. Von Kind auf. Von Kind auf entsteht der Konflikt. Aber die Mutter gab sich Rechenschaft, als das Kind noch ein Kind war und sich nicht so durchsetzen konnte, hat es ja gefolgt, was die Mutter sagte. Und das gab dann der Mutter den Eindruck, okay, alles ist in Ordnung. Aber jetzt erzählt mir die Mutter, wie viele Geheimnisse das Kind schon mit 15 hatte und welche Jungs da im Spiel waren und sie wussten von nichts. Aber jetzt kam alles heraus und die Mutter sagt, okay, was habe ich falsch getan? Können wir sie verstehen? So, das Ganze ist ja nicht, weil jemand etwas Böses will. Das Ganze ist nur ein Irrtum. Der sitzt aber so tief, dass die Mutter gefangen ist. Und das schwierigste Ding im Leben eines Menschen oder im Geist des Menschen ist die Herrschsucht. Jeder Konflikt können wir auf diese Sache zurückführen. Würde ich nicht herrschen wollen über den anderen oder über die Situation, wäre ich außerhalb des Konfliktes und außerhalb der Zerstörung. Ist Herrschsucht etwas, was wir mögen? So vom Wort her. Jeder lehnt es ab. Jeder lehnt es mit dem Verstand ab. Aber wisst ihr, wir sind das alle. Durch die Bank. Es gibt keine Ausnahme. Wir alle üben Gewalt aus über unsere Liebsten, die wir um uns herum haben, um der Befriedigung unserer geistigen Bedürfnisse. Weil wir denken, die müssten herhalten für die Befriedigung unseres Bedürfnisses. Sieht das schlecht aus, Wohlergehen des Kindes? Sieht das schlecht aus? Na, ganz und gar nicht. Aber im Kern, wenn mein Bedürfnis meines Geistes durch das Wohlergehen eines anderen gestillt wird, bin ich ein freies Wesen oder ein völlig Gefangenes? Frei oder gefangen? Völlig gefangen. Dann hängt mein Leben, obwohl ich ja keine Nabelschnur mich verbindet zu dem anderen Leben, dennoch verbindet mich eine geistige Nabelschnur und ich muss zusammen mit dem anderen Leben zugrunde gehen. Ja, wenn meine Tochter kaputt geht, gehe ich mit kaputt. Warum? Weil ich denke, meine Tochter muss herhalten durch ihr Wohlergehen, um mich zu befriedigen. Das
sagt unser Verstand, ist absurd, oder? Sagt es uns der Verstand oder nicht? Also mein Verstand würde sagen, das ist doch grässlich, grausam, furchtbar. So, deshalb muss ich mich erkennen im Konflikt, was ich tue. Und ich konnte der Mutter klar machen, dass eines der tiefsten Dinge in unseren Herzen, in unserem Geist ist die Herrschsucht. Und wir sehen sie nicht, bis wir nicht wirklich voll an die Wand rennen. Und es unsere Kinder vielleicht uns zeigen. So, würde die Mutter jetzt verstehen und es ändern, dann löst sich der Konflikt in recht kurzer Zeit auf. Wissen Sie das? Sie könnte der Tochter ihre Fehler bekennen. Und sie könnte sagen, ja, meine Tochter, ich habe mich getäuscht. Ich wollte das Beste, aber meine Sicht der Dinge hat mich getäuscht und jetzt habe ich etwas gebaut, was nicht gut ist. Ich habe erkannt, dass ich dich beherrscht habe. Und ich werde in Zukunft alle deine Entscheidungen, gut oder schlecht, völlig respektieren. Weil mein Wohlergehen, meine Befriedigung meines Bedürfnisses hängt nicht von deinem Leben ab. Aber es hängt davon ab, ob ich dich so liebe, wie es Vorschrift ist. Ich werde mich in dein Leben, ohne dass du mich rufst, zu agieren, mich nicht mehr einmischen. Ich glaube, dass so ein Bekenntnis, leicht oder schwer, so eine Haltung der Mutter gegenüber das Kind würde das Herz des Kindes öffnen. Und das Kind würde sehen, aha, meine Mutter hat was gelernt. Und die Spannung würde weggehen. Und ich habe häufig ihr gesagt, man nimmt einen Rat von einem Feind nicht an. Man nimmt einen Rat nur von einem Freund an. Ich kann nicht jemandem einen Rat geben, der meint, ich bin sein Feind. Wird er mir den befolgen? Wird er darauf einspringen? Null und nichtig. Er wird nicht darauf eingehen. Deshalb kann ich nicht in einer Beziehung jemandem helfen, es sei denn, ich bin sein Freund. Deshalb müssen alle Mütter mit ihren Kindern, egal in welchem Alter das Kind ist, nie in einen Konflikt eintreten. Weil der Konflikt letztendlich geht immer um das Bedürfnisbefriedigung. Mutter denkt, wenn das Kind gehorsam ist, ist das Wohlergehen des Kindes, der Gehorsam des Kindes denkt, die Mutter befriedigt sie selbst. Und der Ungehorsam geht gegen ihre eigene Person. Und so ist sie im Streit. Ich sprach vor ein paar Tagen mit einer Mutter, die hat 3 kleine Mädels. Die älteste ist 5, die jüngste ist. Und sie rief mich an, sagte, ich wünschte mir, ich müsste dich nie mehr anrufen. Das ist okay. Das wünsche ich mir manchmal auch. Nein, ich meine,
aus rein praktischen Gründen. Ja, ich habe Menschen, die, mit denen rede ich häufig. Und ich habe mit manchen, mit denen rede ich ein, zweimal und alles hat sich erledigt. Ich wünsche mir solche Menschen mehr. Nicht um meinetwillen, sondern lernen tue ich von denen, die es nicht kapieren. Weil die fordern einen, die bringen einen zum Schwitzen. Ja, die es kapieren, die, naja, da hat man leichte Arbeit. Aber so, wo es schwierig ist, dort wird man, deshalb braucht man immer so ein paar Schwierige. Ja, wo man wirklich lernt. Am Anfang war ich nicht so glücklich mit diesen schwierigen Leuten, aber deshalb sage ich, ich wünsche mir, dass sie es lernen und dann kann ich ja den nächsten Schwierigen kriegen. Weil das nimmt ja dann Zeit ein. So, ich sagte mir, ich wünsche mir, hätte dich nicht anrufen müssen, aber mein Mann hat mir gesagt, ich muss dich anrufen. Alle drei Mädels haben seit 2 Monaten einen ganz schlimmen Husten. Es sei so ähnlich wie Keuchhusten. Und jetzt frage ich natürlich die Mutter. Erstmal weiß ich, dass die drei Mädchen, die leben von dem Innenleben der Mutter. Und ich weiß, die Mutter muss in einem Konflikt sein, dass die Mädels husten. Und so müssen wir den Konflikt erstmal klar machen und festnageln. Und es ist der Mann, aber den kommen wir morgen dran. Aber sie hat auch eine Not mit ihrer ältesten Tochter. Und sie erklärt mir und sagt, meine älteste Tochter gehorcht nicht, aber wenn ich dann streng bin und sie zur Strafe führe, dann weint sie und heult sie und bekennt, nur dass sie keine Konsequenz hat. Und sie lebt in dieser Spannung mit der Tochter, die ist 5. So, es ist entscheidend für die Mutter, weil die Tochter kann es noch nicht verstehen. Die darf sich noch irren in ihrem Geist. Aber die Mutter muss verstehen, wenn ich in der Spannung mit meinem Kind bleibe, verliere ich es. Und ich habe der Mutter einen Rat gegeben. Ich habe gesagt, ich habe bestimmt diesen Rat hier schon mal geäußert. Mach dir eine Liste, wie du dir eine Mutter vorstellst. Und erfülle die Liste nach den Vorgaben, wie du dir die beste Mutter wünschst. Und stell dir Folgendes vor, dass diese deine drei Kinder, sie haben keine Wahl, sie müssen an dir bleiben. Ja, sie können ja nicht weglaufen. Mit 18 laufen sie dann weg. Aber jetzt können sie, wo sollen sie laufen? Mutter ist ihr alles. Mutter ist das, wovon sie leben müssen. Aber stell dir die Frage, hätten sie eine Wahl, würden sie dich abwählen? Oder würden sie sagen, das ist die beste Mutter, bei ihr schmeckt das Leben am besten. Weil sie ist immer fröhlich, immer freundlich. Oh, sie ist streng, keine Frage. Wir müssen streng. Freundlichkeit und Strenge schließen sie nicht aus. Hast du gebrochen die Regel? Macht nichts. Kriegst eine Strafe. Wir bleiben Freunde. Ja, so. Das Leben ist so. Wir machen Fehler und wir müssen die Konsequenzen dafür tragen. Aber wir sind Freunde. Wir sind nicht im Kampf, weil wir sind ja nicht deshalb da, dass wir streiten miteinander. Ich bin natürlich die Größere und ich muss deinen kleinen Geist ein bisschen helfen zu lernen und zu laufen, aber das mit Freundschaft, Klarheit und Konsequenz. Ohne Persönliches, ohne Aufregen. Ich denke, wenn die Mütter das machen würden, jetzt im Kindesalter können die Kinder nicht wählen.
Aber ich als Mutter hätte die Ambition, hätte den Wunsch und das Ziel, dass es keine Konkurrenz für mich gibt. Dass niemand anders besser schmeckt, dass niemand anders mehr Verständnis hat, dass niemand anders mehr ist wie ich für meine Kinder. Mütter müssen sich das vor Augen führen, weil sie bestimmen dadurch das Wohlergehen des Kindes tatsächlich. Aber das, weil das Kind sich selber von der Mutter nimmt und orientiert. So, Mütter gehen also in den Konflikt mit dem Kind, weil sie das Gute wollen und sie wollen die Befriedigung des Bedürfnisses der Fürsorge und deshalb muss das Kind immer gehorchen, es muss immer das Richtige tun und wenn nicht, ist die Mutter geärgert und streitet und ist zu dem Kind nicht nett. Das sind Dinge, die müsste man, die Mütter, schon sehr, sehr früh lernen, dass sie es ablegen. Weil sie haben es ja auch von wem übernommen? Aus der Vorgeneration und die anderen aus der Vorgeneration. Und so übernimmt es jeder aus der anderen Generation und keiner ändert etwas, damit es in seinem Leben zu diesem typischen Konflikt nicht mehr kommt. Ich möchte auch die Seite des Kindes sehen. Hat das Kind ein Bedürfnis? Ja. So, muss dieses Bedürfnis befriedigt werden? Ja. Und das Kind macht denselben Fehler in seinem Geist, nur kann es noch nichts dafür, weil es noch nicht versteht. Es denkt auch, mein Bedürfnis wird befriedigt, wenn meine Mama mich lieb hat. Es weiß nicht, dass das Bedürfnis nur befriedigt werden kann durch das eigene Handeln. So fordert jetzt die 20-Jährige was von ihrer Mutter? Warum ist sie depressiv? Wissen Sie, das Mädchen ist nicht dumm. Das Mädchen hat schon längst gesehen, dass dieser Junge und die Familie und das Zusammenleben und die Situation mit ihm nicht das Idealste ist, was sie sich im Leben vorgestellt hat. Haben wir alle Ideale? Oh ja, wir wollen das Beste. Das ist in uns hineingelegt. Wir haben gar keine andere Möglichkeit. Und jetzt sieht sie das. Aber jetzt ist sie in einer furchtbaren Zwickmühle. Sie kann nicht wirklich mit diesem Jungen vorwärts gehen, weil sie sieht, das ist nicht das, was mich befriedigt. Aber sie kann auch nicht zurück. Stellt euch die Demütigung vor. Würdet ihr es tun? Stellt ihr, sie würde demütig jetzt zurückkommen mit 20 und würde sagen, ich habe mich geirrt. Ihr seid doch die liebsten Eltern. Könnte sie das tun? Versteht ihr, sie ist und so sieht es ihr Geist in so einer schlimmen Situation, dass sie ganz klar ist, sie depressiv. Und sie rennt von zu Hause weg, aber sie hat nicht, wohin sie wirklich rennen soll, weil dieses geborgene Heim, was sich jedes Mädchen aussucht, findest du nicht unbedingt bei irgendjemandem, der jung ist. Und der Junge ist ja auch so wie sie, 20, der hat noch nichts gelernt. Der kann noch nicht schaffen, was auch immer. Das alles muss man ja auch erstmal können. Das Leben ist mit seinen Regeln. So haben wir zwei Sachen und ich bin ja ein gläubiger Mensch und ich bete sowohl für die Mutter als auch für das Kind, wenn ich irgendwie eine Chance habe. Gut, die Mutter spricht mit mir, das Kind natürlich nicht. Aber dass man ihnen irgendwo zumindest einen Rat geben kann, so kommt man raus aus der Sache.
Weil keiner will es wirklich. Will die Tochter diesen Konflikt? Will sie ihn? Sicherlich nicht. Fragt sie, würde sie sagen, ich würde am liebsten gehen und meine Mutter in den Arm nehmen, aber ich kann es nicht, weil meine Mutter der Herrscher ist. Aber wünschen wünscht sie sich mit ganzem Herzen, weil das in ihr drin ist. Aber sie kann es nicht tun. Und die Mutter, was würde die Mutter am liebsten tun? Die Mutter würde am liebsten die Tochter nehmen und sie festdrücken und sagen, mein Kind, ich habe dich, nicht? Sie hat sie ja lieb. Ja. Es ist eines der traurigsten Sachen, wenn man sieht, wie der Mensch sich selbst zerstört, betrogen von dem Wie der Erfüllen der Bedürfnisse. Deshalb möchte ich die den Irrtum, den grundlegenden Irrtum des Geistes erklären, weshalb wir in Konflikt kommen. Das Wie. Wie wird mein Bedürfnis befriedigt? Wie? Und ich frage jetzt mal durch geliebt werden. Oder nicht durch geliebt werden. Sie dürfen antworten. So wir alle denken, dass unser Bedürfnis auf der Geistesebene befriedigt wird durch geliebt werden. Wohin würde das beim Wer führen? Wer muss mir mein Bedürfnis befriedigen? Andere. Merkt ihr da, dass etwas falsch sein müsste in der ganzen Sache? Ja oder nein? Dennoch haben wir alle in unserem innersten Geist diesen Irrtum festgeschrieben. Wir kommen in Konflikt für das wichtigste Bedürfnis, weil wir es von anderen gestillt haben wollen. Aber nach unserem eigenen Maßstab. Wisst ihr, der Maßstab ist im Geist drin. Ein Kind weiß ganz genau, wenn die Mutter es anschreit, dass das Liebe ist. Liebe oder nicht Liebe? Nicht Liebe, weil es reagiert ja nicht mit, ah Mama, ich nehme dich in den Arm, oder es reagiert nicht. Weil auf Liebe kann man wirklich erwarten, dass jemand mit Liebe antwortet. Da muss man kein gläubiger Mensch sein, um auf Liebe mit Liebe zu antworten. Das ist natürlich. Weil bin ich freundlich, warum sollte der andere mir unfreundlich sein? So, wenn ich erwarte, dass der andere mein Bedürfnis befriedigt, indem er mich lieb hat, muss ich in der Endkonsequenz für mein Bedürfnisbefriedigung mit dem anderen kämpfen und ringen, dass er es mir gibt, falls er mir es nicht gibt. Ja? Weil dann habe ich ja die Kontrolle nicht über mich selbst es zu tun. Wie würde es besser klingen? Das Wie kann ich mein Bedürfnis befriedigen? Wie wäre der bessere Weg, den wir auch sicher verstehen würden? Was wäre der bessere Weg, der auch
für unseren Verstand der bessere ist. Nicht nur für unseren Impuls. Welches wäre der bessere Weg? Wie wäre durch Lieben, Verstehen? Aha, du liebst so einen Jungen. Was gefällt an ihm? Okay, sehr interessant. Man geht auf den anderen zu. Man geht auf den anderen ein. Weil man weiß, je mehr ich den anderen liebe, umso besser geht es meinem Körper. Weil mein Geist wird befriedigt. Und wie wird das Verhältnis? Es wird besser. So, wer muss dann für meine Bedürfnisse aktiv werden? Ich. Klingt das nicht besser? Ja oder nein? Für allen Verstand. Also ich wünschte, ich könnte das ausleben, wenn mich jemand provoziert. Ich wünschte es, dass ich es einfach so frei wäre, zu sagen, oh, ich, okay, ist alles gut. Und würde nicht durch diesen Irrweg meines Geistes sowohl mich zerstören, als auch die Beziehung. Mutter- und Kind-Beziehung ist die schönste und die wichtigste Beziehung, weil man kommt aus, ja, quasi, das Kind kommt aus dem Bauch der Mutter. Und diese dumme Idee, dieser Irrtum des Geistes macht das Verhältnis zwischen Mutter und Kind und Kind und Mutter in vielen Fällen heute und immer mehr zu einer, ja, ich möchte jetzt nicht übertreiben, aber zu einem schwierigen Verhältnis, wo es doch das Schönste sein könnte. Es fängt mit der Mutter an, ganz klar. Wir können vom Kind nicht erwarten, dass es anders ist wie die Mutter. Wir können nicht erwarten, dass die besser sind. Wir können es einfach nicht erwarten. Der Konflikt mit dem Kind zerstört das Kind, zerstört auch die Mutter. Aber auch der Konflikt der Mutter mit anderen Personen macht das Kind kaputt. Ich hatte nicht vor langem eine Familie, das ist der 9-jährige Sohn, und er ist in der Schule nicht beherrschbar. Ist ja nicht der Einzelne, oder? Es gibt immer mehr diese Sorte. Und dann wissen die Lehrer nicht, was sie tun sollen. Und weil der Junge an einer christlichen Schule ist und ein Lehrer bei mir mal in der Praxis war, so haben sie den Eltern empfohlen, mich doch mal zu besuchen, dass man guckt, was man machen kann. Und so habe ich die Geschichte aufgenommen der Eltern. Und aus der Geschichte der Eltern konnte ich das Verhalten des Kindes völlig beschreiben. Die Mutter lebt schon eine Weile oder seit der Hochzeit, also 10 Jahre, wie viel sind, bei der Schwiegermutter. Und das Verhältnis ist nicht gut. Es gibt dort Konflikte. Wisst ihr, warum es den Schwiegermutter-Konflikt gibt mit der Schwiegertochter? Aus schlechten Ideen, also aus guten. Ihr wisst ja, die Mutter hat da die Fürsorge für wen? Für ihren kleinen Jungen. Bleibt ja ihr Junge. Wird immer ihr Junge bleiben. Echt? So denkt eine Mutter. Das ist ja ihr kleiner Junge. Und jetzt muss sie gucken, ob die zweite Mutter doch wirklich für ihn sorgt und fürsorglich genug ist. Und jetzt muss sie das natürlich schauen. Ja? Aus schlechter Absicht? Nein. Aber was kommt raus?
Ja, nicht Liebe, nicht Verständnis, sondern Konflikt, Spannung. Und dann diese Spannung, glaubt ihr, das Kind übernimmt sie nicht? Glaubt ihr, der lebt dann in einem Raum und sagt, oh, hier fühle ich keine Spannung, alles gut. Der kann das nicht, der lebt von seiner Mutter, der erkennt von seiner Mutter, wie sie in dem Konflikt lebt. Und er denkt, ich muss der Mutter irgendwie helfen. Aber indem er sich anstrengt, der Mutter zu helfen, geht es seinem Gehirn immer schlechter. Und weil er will ja aus dem Konflikt raus, aber wird immer mehr in den Konflikt hinein verwickelt. Und dann versucht man, am Kind zu behandeln und es zum Psychologen zu bringen und in irgendwelche Verhaltenstherapien zu bringen, aber letztendlich ist das Kind ja nur das Ergebnis des Konfliktes. Nicht direkt mit ihm, aber der entsteht ja auch, wenn die Lehrer kommen und sagen, euer Kind ist nicht gut, oder schon im Kindergarten fängt sie an und sagt, dann was macht die Mutter? Freut sie sich? Ich war ja auch mit zwischen 8 und 14 hyperaktiv. Und meine Mutter konnte mit mir auch nichts machen. Aus demselben Grund. Die Eltern hatten sich getrennt, als ich acht war. Und meine Mutter musste arbeiten gehen in 3 Schichten. Wir waren nur mit der Oma zu Hause. Und da war natürlich der Konflikt mit dem Vater, der ja sowas Schlimmes tut und die Mutter lässt mit 4 Kindern. Und dann, ja, das Spüren, es wird wahrgenommen von den Kindern und dann sind auch die Kinder im Konflikt und dann drehen sie auch durch. Und ich habe auch durchgedreht und meine Lehrerin schrieb mir, der Schüler hat heute das vergessen, aber meine Mutter sah das Heft ja nie, weil ich unterschrieb selbst und brachte es zurück. Und so, wie soll ich noch meine arme Mutter mit sowas belasten? Ja, so die... Ich kenne das. Ich kenne es aus eigener Erfahrung. Aber wisst ihr, mit 14 hörte meine Hyperaktivität auf. Weil die Person, mit der ich rumrann und mit dem ich hyperaktiv sein konnte, der war weggezogen, mit dem ich alle Dummheiten machte, in der Schule und überall. Und jetzt hatte ich nicht mehr mit wem. Und so coolte ich da. Und so, ich kam zurück. Also ich wurde ich kühlte ab, oder wie sagt man das? Ja? Von seiner Hitze kommt man weg. So, wenn man verstehen würde, wie man diese Dinge angehen soll, aber auch schon im Voraus erklären könnte den Eltern, dann könnte man eine Menge Krankheit, eine Menge Sache sparen. Aber der Junge mit 9 kann nicht aus den Konflikten raus, wenn es ihm niemand vormacht. Deshalb ist es erfreulich, wenn Eltern den Rat annehmen und ich sage ihnen, sie müssen mit der Schwiegermutter aufhören zu kämpfen. Ja, so eine einfache Sache. Wir hören auf zu kämpfen. Weil wir kämpfen umsonst. Wir brauchen deren Zusage nicht, wir brauchen deren Anerkennung nicht, wir brauchen der Schwiegermutter keine Sachen. Wir wissen, was wir tun, wir lieben, wir gehen vorwärts und wir lassen den anderen so, wie er sein will. Damit würde man aus dem Konflikt raus. Und Eltern, die das umsetzen, deren Kinder werden schnell ruhig und steuerbar. Weil der Konflikt, der Streit, das Gegenteil vom Leben sich erfüllt hat. So, ich möchte die Chance nutzen, noch einmal die Definition der Liebe aufzuschreiben. So wie ich sie verstanden habe,
dass sie notwendig ist für unseren Körper. So dass wir verstehen, warum der Konflikt so grausam ist und warum er so viele Schäden macht. Und diese Definition der Liebe ist nicht veränderbar. Sie ist sozusagen das, was der Geist senden muss in seinen Gedanken zum Körper. Dadurch lebt der Körper. Durch diese Liebe. Und diese Liebe hat zwei Seiten. Sie ist unendlich. Wir wissen, die Liebe ist unendlich. Und sie hat hier die eine Seite maximales Interesse für den anderen. Und wir wissen, dass wir maximales Interesse für die anderen ausüben können. Aber wenn wir nur diese eine Seite haben, das Interesse für den anderen, dann mag das einseitig zur Beherrschung und zur Dominanz führen. Deshalb muss ich verstehen, die Liebe ist das Plus. Vielleicht hat sie noch andere Plus, ich habe die anderen noch nicht entdeckt. Aber diese zwei Seiten sind mir klar und deutlich. Und das ist, die Liebe gibt wie viel Freiheit dem anderen? Auch wenn der das Falsche tun will, den Falschen heiratet, ungehorsam ist, gibt die Liebe diese Freiheit? Ja, 100% Freiheit für den anderen. Das ist 100% Respekt. Darauf würde jeder Geist positiv reagieren. Ja? Oder sagen wir mal, fast jeder Geist. Es gibt auch welche, die auf das Gute schlecht reagieren. Aber würden wir das ausüben in unserem Geist, würde unser Körper gut funktionieren. Wir bekämen keinen Schwindel, keine Neuralgien, wir wären frei davon. So, das Kind hat das in sich. Es weiß, ja, Mutter muss Interesse haben, aber ich habe auch die Freiheit. Schauen Sie, ich war so schlimm. Das heißt, ich hatte, weiß ich nicht, woher ich das hatte, aber ich konnte nicht verstehen, dass andere Kinder in meinem Alter ihre Eltern fragten, dass sie das dürfen. Und wenn die Eltern Nein sagten, dass sie sich dem unterordneten. Das war für mich nicht so. Wenn ich wusste, ich will das und die Mutter sagt Nein oder die Oma sagt Nein, das tat ich trotzdem. Versteht ihr, das war so in mir. Und ja, meine Mutter konnte es ja nicht verhindern, so gab sie mir die Freiheit, bis zum Abend, wo ich nach Hause kam. So, dann musste ich die Konsequenz tragen und ich habe auch die gern, manchmal gern getragen. Aber ich ging weg oder ich lief weg, weil ich die Harmonie im Innersten der Mutter fehlte. Die Mutter hatte diese Liebe nicht in sich, weil sie konnte das nicht überwinden, was der Vater ihr angetan hat. Und so war sie zerrissen in sich selbst. Und dann ist auch das Kind zerrissen. Es hat ja nicht, wie es anders machen soll. So, diese Liebe ist in unserem Geist festgelegt. Sie ist die, die unseren Geist befriedigt. Aber wenn unser Geist sie ausübt, befriedigt sie den Körper. Wir Menschen können das
leichter. Und das, wie? Schwerer, sehr schwer. Oh, wir geben vielleicht 50% oder eine gewisse Sache. Aber wir können nicht den, den wir wirklich gern haben, sagen, du darfst zunächst tun, was du willst. Schauen Sie, kann man das Prinzip auch an kleinen Kindern anwenden? Ich meine, dort, wo sie schon da sind und hören und gehorchen können. Ich denke, ja. Ich empfehle Müttern, dem Kind die Freiheit zu geben, zu handeln, wie es will. Die Mutter muss natürlich dem Kind eine gewisse Sache beibringen. Zum Beispiel am Tisch ruhig sitzen, oder? Eine Mutter kam zu mir, ja, vor ein paar Wochen, und sie sagte, schau, sie hatte 4 Kinder. Und sie sagt, eines dieser Kinder, die noch klein war, sagte, wenn sie was verschüttet, dann hebt sie es nicht auf. Und dann bittet die Mutter und sagt, du musst das aufheben, was du jetzt verschüttet hast. Aber das Kind will nicht. Also ist sie eine christliche Mutter, sagt sie, gut, ich gehe und bete mit dem Kind. Und so gewöhnt sich das Kind ans Beten. Und dann tut das Kind es. Ich habe gesagt, das ist nicht eine sehr effiziente Methode, weil sie nicht den Kern trifft. Mütter müssen ihre Kinder erziehen nach festen Grundsätzen. Wer was verschüttet, der hebt's auf. Ohne Diskussion. Ist kein Problem, du verschüttest was, macht nichts. Du darfst es wieder aufheben. Du darfst es wieder aufräumen. Das ist doch alles gut so. Wäre doch gut so, oder nicht? Aber das muss man dem Kind erstmal beibringen. Grundsätzlich. Jedem Einzelnen, vom Ersten angefangen, muss die Mutter sagen, okay, ich will meinen Kindern Grundsätze beibringen, die sie immer im Leben anwenden können, nicht nur jetzt. Jeder ist verantwortlich für das, was er tut. Ist das ein richtiges Prinzip oder nicht? Ja, wann muss es das Kind lernen? Wann? Ganz klein muss ich ihm das beibringen, das versteht es noch nicht ganz. So kann ich sagen, okay, du darfst ausschütten und jetzt räumst du auf. Nun nehmen wir an, wir haben das Grundprinzip eingebaut. Das Kind hat es irgendwo in, ich sage jetzt mal, eine Woche, 10 Wochen, wie auch immer, man muss einen Plan haben, bis man sagt, jetzt muss es drin sein. Und jetzt passiert, dass das Kind es nicht erfüllt. Ja? Aus welchem Grund auch immer, ist abgelenkt, es erfüllt seine Pflicht nicht. Was muss jetzt die Mutter tun? Ja? So, ich denke, sie kann Verständnis haben. Nicht? Es ist verständlich, dass du nicht willst, das aufheben. An deiner Stelle hätte ich wahrscheinlich dieselbe Neigung. Aber bleibt uns eine andere Lösung, als dass du selber tust. Und dann kann man sagen, okay, du hast es nicht getan, ich habe dich nicht gezwungen, es zu tun. Aber weil du es nicht getan hast, musst du jetzt zusätzlich zum Aufheben noch, weiß ich was, eine Konsequenz tragen, damit du nächstes Mal sofort die Sache aufhebst, wenn das Problem entstanden ist. Dass es nicht in den Teppich hinein verrisst sich oder was auch immer, oder trocknet, so sofort handeln. Ich empfehle Müttern, sie sollten ihre Kinder nicht, wenn sie sehen, sie wollen das Falsche tun, stoppen.
Weil das tun sie ja manchmal in der Öffentlichkeit, ja? Das Kind sitzt am Tisch und dann muss die Mutter das sofort korrigieren. Sitz still oder schaust nicht, was du machst. Tu nicht so viel Zucker oder was auch immer. Das ist Respekt. Respekt? Nein, das ist Respektlosigkeit. Empfindet das Kind das als Respektlosigkeit? Absolut. Und dann wundert man sich, dass das Kind genauso respektlos zurückantwortet. So, die Mutter muss dem Kind beibringen, die Sachen in Ruhe und Frieden, und dann lässt sie es ausprobieren zu sehen, ob sie es richtig tun. Und sie sagt nichts. Sie beobachtet es, aber die Mutter sollte, je nach Alter des Kindes, wenn es ziemlich jung ist, so 2, 3, 5, sollte sie zweimal am Tag Schule haben mit dem Kind. Zweimal am Tag sagen, aha, weil das Kind, wenn es klein ist, vergisst es. Ja, wenn du es am Abend erst fragst, weißt du noch ans Frühstück? Sag ich, was, am Frühstück? So, hat er Schwierigkeiten. Aber man sagt, schau, wir müssen jetzt ein bisschen uns unterhalten, wie der Tag bis jetzt war. Wie gefällt es dir? Wie kommst du zurecht heute? Und so würde die Mutter mit dem Kind es fragen, wie es ihm geht. Und dann würde sie sagen, schau, ich habe es mir aufgefallen, dass du beim Tisch heute Morgen die Regel, die wir einfach zusammen gelernt haben, nicht erfüllt hast. Du hast dich zu deinem Bruder schlecht benommen, du hast ihm, weiß ich was, in etwas getan, was nicht schön war. Oder du hast was vergessen. Ihr wisst ja, ist egal was. Und die Mutter würde das Kind fragen, kannst du dich daran erinnern? Warum hast du es getan? Was? Und dann könnte das Kind, ihr wisst, der Kinder sind ja sehr erfinderisch, dann wissen sie warum. Und dann haben sie sicherlich auch immer eine Entschuldigung, warum sie es nicht richtig getan haben, oder? Und dann versteht man das Kind, entschuldigend ist eine Irrtum des Geistes. So, sie wollen kommen und man versteht das und sagt, oh ja, ich verstehe. Das ist verständlich, in deinem Alter habe ich es auch so gemacht, aber wir haben keine Wahl, wir müssen die Sachen eines Tages lernen. Du wirst ja eines Tages erwachsen sein, du wirst selber Kinder schön erziehen. Also, und jedes Mädchen will Kinder erziehen, also kann man sie motivieren, schon mit Kleinstalter, wie das sein muss mit Erziehung. Und so würde man mit Freundlichkeit sagen, was sollen wir jetzt machen, dass du nicht mehr vergisst? Und dann muss die Mutter Weisheit haben, wie sie es ansetzt. Man muss nicht für jede Sache eine Strafe geben. Es ist aber wichtig, dass man, dass das Kind weiß, okay, ich bin beobachtet. Weil wenn man es sofort korrigiert, denkt es ja nicht selber. Es lebt frei heraus und meint alles, Mutter korrigiert mich, wenn ich es soll. Vergiss deinen Hut nicht, vergiss deine Schale nicht, vergiss deine Zahnbürste nicht. Ja, das geht ja von der Mutter aus über Jahre. Und dann wundert man sich, das Kind weiß nicht mal einen Koffer zu packen, weil es hat es nie gelernt. So, Eltern oder Mütter, weil sie sind ja mit der Erziehung beauftragt, sollten einmal zumindest am Tag durch die Beobachtung des Kindes am Abend mit dem Kind sprechen, über den Tag gehen, ihn analysieren und zeigen, was sie erkannt hat, dass das Kind falsch getan hat. Damit hat sie es respektiert, das Falsche zu tun und hat nicht eingegriffen, zu verhindern, dass es das Falsche tut. Aber hätte sie es verhindert, hätte das Kind es nicht gelernt. So lernt das Kind es dann, wenn es eine Konsequenz bekommt. Ja, die Konsequenz ist immer unangenehm. Ich habe die Freiheit, meine Hand auf den Ofen zu tun und ich darf mich verbrennen. Und es darf ruhig wehtun. Und so muss auch in der Erziehung des Kindes, in der Geistessache des Kindes, es muss verstehen, aha, ich bin zwar frei zu tun, was ich will, aber nicht alles ist gut, was ich tue.
Es muss nämlich grundsätzlich mit den Grundsätzen des Lebens übereinstimmen. Und würden Eltern das so geschickt tun, stellen Sie sich vor, in 4 Wochen, wenn die Mutter jeden Abend mit dem Kind durch den Tag ginge und sage, mein Kind, ich habe dich beobachtet und ich bin sehr glücklich, wie du dich entwickelst. Das sind noch ein paar Sachen, die müssen wir korrigieren, aber das macht nichts, die kriegen wir schon noch hin. Aber der Grundtenor ist immer gut und ich ermutige dort, wo ich zu ermutigen habe, aber ich korrigiere klar, wo ich zu korrigieren habe. Und das Kind weiß jetzt, nach 4 Wochen, weiß es am Tisch, wenn sein Schwesterchen oder Brüderchen jetzt provoziert, Mama schaut zu. Und es ist nicht schlecht, wenn man Mama ein bisschen fürchtet. Ja, ist nicht schlecht. Es wäre gut, dass man weiß, aha, es gibt eine Konsequenz. Ich darf zwar jetzt das Böse tun, aber das tut ja auch weh. Also will ich lieber es verzichten. Und so würde das Kind lernen, aha, selber sich zu kontrollieren, zu entscheiden, wie handle ich, weil ich gebe mir Rechenschaft, jemand betrachtet mich. Und ich darf zwar das Böse tun, aber das Böse hat Konsequenzen. Es ist nicht so, dass das Leben Entschuldigungen zulässt. Die Krankheiten des Menschen beweisen, das Leben lässt keine Entschuldigung zu. Es hat zwar eine lange Toleranz manchmal, bis etwas rauskommt, dauert es lange, aber es ist falsch zu denken, dass man liebt jemanden, wenn man ihn lässt aufwachsen wie Unkraut. Sowas funktioniert nicht. Kinder sollten mit viel Weisheit, mit viel Takt, immer mit der besten Freundschaft Grundsätze beigebracht werden, die sie verstehen, wo sie verstehen, ich bin verantwortlich für was ich tue. Nicht mein Bruder, ob er mich provoziert hat, macht nichts, er hat dich provoziert, du hättest dennoch nicht reagieren müssen. Wir müssen ihnen Grundsätze beibringen. Dann muss ich nicht jedes Mal, wenn es fällt, irgendwo, ich handle ganz normal und gebe die Konsequenz. So eine Mutter würde, wenn sie Kinderelter sind, auch wenn die Konsequenz nicht immer gut schmeckt, sie wüssten, die Mutter tut es nicht für sich. Die Mutter tut es nur für mich. Das würde dem Kind wunderbar gut tun. Und man könnte ein Kind vorbereiten für die Schule des Lebens in wunderbarer Weise. Wenn man von vornherein zeigen würde, welches die Regeln des Lebens sind. Kommt ein Mensch gut zurecht, der weiß, was richtig und was falsch ist zu tun? Kommt ein korrekter Mensch, einer, der gelernt hat, die Wahrheit zu sagen, einer, der gelernt hat, ordentlich zu sein, einer, der gelernt hat, das zu tun, was richtig ist, der stehen kann zu seinen Fehlern, kommt er besser zu's Leben wie die anderen? Ich bin mir sicher. Auch in der Gesellschaft sind sie doch die attraktiveren als die, die sich entschuldigen, die, ja, und das alles kann man konfliktfrei in der Kindheit durch die Mutter und durch den Vater. Aber Mutter ist halt die Beauftragte, erreichen. Und damit könnte man aus dieser schönen Beziehung, die schön sein sollte, die schönste, ja, oder zweitschönste, es kommt ja dann die andere, die erstschönste, es kommt dann die zweitschönste, die Ehe, könnte man es im Leben schön haben. Und man könnte sich mit seinem Kind immer treffen. Ja, jeder Elternteil macht Fehler. Wir alle verlieren mal den Überblick, aber weil wir ja das verstehen, können wir diese Fehler bekennen. Die Kinder sind glücklich, wenn sie sehen, aha, auch die Eltern sind sich bewusst, sie sind noch nicht fertig, sie sind im selben, sie wollen das Gute, wir werden das Gute tun. Und so könnte man in einer sehr harmonischen
Art und Weise, ja, vielleicht mit geringsten Konflikten aufwachsen. Wenn man die Grundsätze beherrschen würde und erlauben würde. Das ist in unseren Verhältnissen, müssen wir fähig sein, das tun zu können. Und ich sage Ihnen, hier hat jedes für sein eigenes Kind großes Interesse. Aber für sein eigenes Kind zuzulassen, wenn man sieht, es will was Falsches tun und es spielt die ganze Nacht Computer, wenn es 16 oder 17 ist, dann ist das etwas, was man tun kann und lassen kann. Man muss sich dann aussuchen, wie kann ich mit dem 17-Jährigen das dann irgendwie auffangen. Aber auch das geht. Bin überzeugt, mit der Liebe können wir jedes Herz, fast jedes, sage ich mal, aufschließen. Auf jeden Fall die Herzen unserer Kinder. Sie sind ja noch weich, sie sind noch nicht so verhärtet wie jemand, der bei 40, 50 ist. So ein 20-jähriges Mädchen könnte, ich denke, ziemlich leicht wieder Fuß fassen und aus dem Konflikt heraustreten und ihr geholfen sein. So, Sie sehen, Krankheit und Konflikte gehören zusammen. Und als ich am Anfang war in meiner Praxis, musste ich feststellen, dass dieser Konflikt zwischen Mutter und Tochter oder Mutter und Kind der häufigste, krankmachendste ist, den ich kenne, in allen dem, was ich. Weil auf beiden Seiten die Erwartungen an den anderen hoch sind. Vom Kind sind die Erwartungen an die Mutter fast noch höher, weil er erwartet eine perfekte Mutter. Er erwartet eine Mutter, die immer diese Liebe ausüben kann. Das Kind erwartet eine Übermutter. Aber auch das würde es akzeptieren, wenn es das Beste, was die Mutter hat, verstehen würde, lernen würde. Und man würde sich da sehr gut auskennen. Nicht unbedingt von der geistigen Theorie, sondern von dem, was krank macht und nicht. Der Irrtum des Geistes muss zuerst in der Mutter entfernt sein, damit sie es ihrem Kinde auch beibringen kann. Und das werden wir ja morgen Abend und übermorgen noch sehen, wie wir da hinkommen, weil jeder Konflikt hat letztendlich dieselbe Konstellation, dieselbe Reihenfolge. Ich habe ein Bedürfnis und ich will, der andere soll es mir befriedigen. Und das gibt dann viele Konflikte. Wir werden am letzten Abend an den, wenn ich beschuldigt werde, wenn ich missbraucht werde, wenn ich Gewissenskonflikte habe, wie soll ich die lösen? Aber ich sage Ihnen auch, dafür gibt es eine Lösung. Und wir könnten, ja, nicht plötzlich, aber über die Zeit konfliktfrei werden. Ja, ich habe es Ihnen ja gesagt und ich wiederhole es ja wieder. Ich möchte eines Tages konfliktfrei sein. Ja, möchte über niemanden mehr herrschen. Möchte niemanden mehr zwingen wollen zu meinen Gunsten. Das heißt, um meinetwillen, dass er das Richtige tut. Er sollte erlaubt sein, auch das Falsche tun zu wollen.